Auch an dieser Stelle seid ihr nochmal herzlich begrüßt aus dem Off, aus der Nachvertonungs-doppelter Arbeitssprecherkabine hier aus den Gardehol-Studios. Schön, dass ihr heute Abend mit mir gemeinsam den Heiligen Abend verbringt. Ich diese Videos nachvertont, weil meine Stimme fehlte. Ihr euch wundernd, was ich jetzt gerade hier mit dem Wagen mache. Wenn ihr nichts verpassen wollt, übrigens gerne ein Abo dalassen und die Glocke einschalten. Das wäre cool. Ja, Sprit ist angekommen, beziehungsweise der Diesel. Und wir sind eh gerade dabei, vorzubereiten, dass wir die Sonnenblumen anpflanzen. Das heißt, wir können jetzt hier mal die neue Sämaschine schon mal zum Hof fahren. Wie cool, dass ich da schon die ganzen Texte, wollte ich gerade sagen, die ganzen Strecken eingefahren habe. Offscreen, mit Autodrive. Sodass wir da nicht selber fahren müssen, denn diese Map ist wirklich... Ich glaube, wir hatten auch noch nie eine 16-Fach-Map, ne? Die MIG-Map war keine 16-Fach-Map. Und das ist schon echt krass. Ich frage mich, ob man die irgendwie auf Servern zu laufen kriegt, weil ich habe da eine Idee. So, wir machen weiter mit lustigen Maschinenspringen. Da kommt auf jeden Fall schon mal so unser Komasu, kommt zurück vom Abladen unten an der Zementfabrik. Nein, in der Betonfabrik. So, und hier müssen wir mal ganz, ganz fix... Ist der schon wieder am Kurse bauen? Das hat er in der letzten Folge noch gemacht. Wie muss das eigentlich plus Zuschauern gehen? Da kriegen die erst gesagt, ja, ich mach das jetzt diese Folge mal eben, ihr könnt dann abschalten, in der nächsten Folge geht's damit weiter. Ey, das ist ja, du bist ja verfolgt hier. Nee, aber hier ist es ja wirklich nur kurz einen Punkt setzen. Und, ja, apropos plus, da ist der Link, schaut's euch an. Die Nutzer sind bis dato überwiegend begeistert. Und wenn nicht, gibt's ein Ticketsystem. Sofort ein Ticket aufmachen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Sagt mir gerne Bescheid, denn euer Feedback, ich kann das ja nicht erraten. Okay, so. Dann testen wir mal, ob das auch funktioniert, dass er hier jetzt direkt herumfährt, weil er wird ja dann, ne, von der Tankstelle wieder ja ankommen und dann wird er auch hier irgendwie durchfahren. Und gerade mit diesem Along Vehicle könnte das ein bisschen schwierig werden. Ja, hier geht es so gerade noch. Also die Kante kann er drüber ziehen. Der LKW ist stark genug. Aber... Was ist hier? Ja. Wendekreis zu klein. Ich habe auch die ganze Zeit den Drang, die Kamera zu drehen, um euch das irgendwie anders zu zeigen. Aber es ist ja schon aufgenommen. Mensch. Also für die, es nicht mitbekommen haben, die Audioton, die Sprachspur ist weg. Also das, was ich da im Video erzählt habe, das ist weg. Und jetzt muss ich mir irgendwie was Geistreiches aus den Fingern saugen. Was macht er denn jetzt? Du wolltest das testen, ob das geht. Hä? Was macht der da? Ach, jetzt fährt er hinten rum, weil... Ach. Ja, das haben wir schon häufiger mal in Let's Plays von Gardehol gesehen. Aber mit dem Parken finde ich schön, ne? Mit der Halle. Da könnte man sogar bei schmaleren Fahrzeugen noch bei jedem Hallenslot 2 hinmachen. Ja. Da vorne ist der Trigger, dann zeig mal, was du kannst. Es funktioniert. Und es geht auch relativ zügig. Sämaschine im Anmarsch. Die ist natürlich viel praktischer. Die ist ein bisschen schmaler. Die kommt um jede Ecke rum. Das ist alles gut. Ja, und der kommt jetzt gerade zurück unten von der Fabrik. Also das heißt, wir können theoretisch auch zwei oder drei davon fahren lassen. Hier hat fahren lassen gesagt. Auch ernsthaft. Und weil ich das gerade sehe... Automatisch B und Entladen. Hatten wir das schon? Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt ganz durcheinander, weil ich das habe ich ja schon aufgenommen. Ich habe das möglicherweise schon mal gesagt. Oder ich habe es eben noch nicht gesagt. Oder ich habe es noch nicht gezeigt. Also Inception ist nichts dagegen, ne? Um das mal klar zu halten hier. So. Jetzt habe ich ein paar Mal den Trick erklärt mit den Zinken. Jetzt werde ich den natürlich wieder ein paar Mal nicht verwenden. Nämlich einfach, ne, wenn sich das verhakt im Boot, einfach ein kurz vom Anheben ein bisschen zurückfahren oder beim Anheben zurückfahren. Und jetzt konnten wir theoretisch den hier einfach vollladen. Der fährt dann automatisch wieder runter und füllt die Anlage auf. Ich glaube, der eine oder andere Zuschauer von euch hat sich das auch gewünscht. Jetzt habe ich gerade mal nachgeguckt, auf was es stand. Hab's aber jetzt so schnell nicht gesehen. Für das
fantastische Bergbauprojekt. Kann ich übrigens nur sagen, da habe ich mir was überlegt, was eigentlich prädestiniert ist, dass wir das weiterführen in eine Richtung, die mir und uns sicherlich zusagen wird. Also ich habe ein sehr konkretes Ziel, wie das Projekt weitergeht, auf einer anderen Map. So viel kann ich schon mal verraten, glaube ich. Ich wollte noch mal ganz kurz zu Plus was sagen. Mir ist bewusst, dass ich das ja häufig erwähne, ja? Aber es ist einfach ein Herzensblut-Angelegenheit-Projekt. Ich habe da echt viel Hirnschmalz reingesteckt. Bei 2017 haben wir, glaube ich, angefangen, das zu entwickeln, zu überlegen, wie machen wir das und das dann umzusetzen mit Serverplatz, wohin, wie Intellectual Property schützen, wie wickelt man das ab, was bieten wir an und ach, all das Ganze. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und es macht immer auch Spaß, da rumzuschrauben, meine Webseite zu optimieren. Also das Schlimme ist, ich habe da so viel dran rumgeschraubt, es gibt im Moment kaum noch was. Umso mehr bedanke ich mich bei diesen tollen Unterstützern für ihre tolle Unterstützung. Und wenn ihr da auch stehen wollt, Link in der Videobeschreibung, da steht, wie es geht. Und ihr kriegt alles an einem Stück, könnt ihr angucken und werbefrei. Ja. Ich weiß noch genau, dass ich in dieser Folge, weil wir hier ein bisschen geschoffelt haben, irgendeine tolle Story erzählt habe. Ich frage mich nur gerade, welche es war. Irgendein Schwank aus meiner Jugend, ein Döneken. Ach, genau. Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle war, aber ich erzählte, wie ich damals... Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, dass ich die Geschichte erzählt, aber die Geschichte erzähle ich zumindest nochmal. Als ich so, keine Ahnung, da war ich so 6, 7 Jahre alt und so. Ach so, wegen selbstständig, genau. Jetzt sitze ich hier am Heiligen Abend, weil ich selbstständig bin. Und wenn man selbstständig ist, hat man keinen Heiligen Abend so. Das ist gerade die Botschaft. Vielleicht bin ich da irgendwie drauf gekommen. Jedenfalls bin ich das aber im Herzen, ja. Es ist mir... Es hat sich schon als Kind abgezeichnet. Die Geschichte habe ich, glaube ich, erzählt. Jetzt guckt er sich hier den Hardlader an. Was macht der Mann? Hallo? Ja, da ist die Betonfertigung. Da ist Zement. Ja, und jetzt? Ah, jetzt umbenennen, okay. Aber nicht mit Z, ne? Weil du weißt, was passiert, wenn du es mit Z machst. Ist weg, ne? Ja. Ganz unten, doof, ne? Merkst du selbst. Lässt jetzt aus Prinzip, ne, damit er nicht nachgeben. Ja, verstehe ich. Okay. Ja, die Produktion ist durch. Ich glaube, das habe ich gerade festgestellt. Das heißt, wir könnten theoretisch gegen Ende dieser Folge mal den Zement verkaufen und gucken, was kommt dabei rum. Jedenfalls, wo wir gerade von Steinen reden, selbige versuchte ich nämlich da zu verkaufen. Habe ich ein Schild gemalt, Steine zu verkaufen, habe mir eine Holzkiste genommen und dann haben wir an so einem, ob das eine Bahntrasse war oder so ein Uferhang oder keine Ahnung, auf jeden Fall mal so Steine gesammelt, so. Die haben so weiß geglitzert. Ich weiß ja bestimmt ihren Namen. Kalkstein, Quarzstein, keine Ahnung. Aber gesammelt haben wir dann da so schön drapiert. Also ich weiß gar nicht, ob die Nachbarsmädchen mit dabei waren und da auch noch mit rumgeschrien haben. Übrigens, nicht schreien muss ich, weil ihr kennt schon den Sendeplan unter tv.gardroll.de. Jedenfalls, das hat auch wirklich drastische, das habe ich beim letzten Mal nicht erzählt. Als ich in der Aufnahme diese Story erzählt, habe ich das gar nicht, das habe ich das weggelassen oder nicht erwähnt. Da war es dann so, ich hatte mir dann auch schon Werbemaßnahmen überlegt. Zum Beispiel, wir hatten einen Stand dahingestellt und dann, immer wenn so Autos näher kamen, dann sind wir, das war so ein bisschen abschüssig, dann sind wir da runtergelaufen, Steine zu verkaufen, haben wir dann gerufen. Damit die Leute anhalten und Steine kaufen, für 20 Pfennig. Ist ja Taschengeld aufbessern, wir hatten ja nichts. Ich bekam damals 5 Mark Taschengeld. Liebe Kinderinnen und Kinder, das sind 2,50 Euro, die ich im Monat bekam an Taschengeld. Vielleicht bin ich deshalb auch in diesen Projekten immer so, na, kein Kredit aufnehmen, nur Sachen kaufen, wenn man sich die leisten kann und so. Ich glaube, da habe ich schon ein ganz gutes Role Model gehabt, sozusagen. Ja, und wie dem auch sei, ich habe mich da auch nicht unterkriegen lassen, auch als ich verarscht wurde. Da kam nämlich irgendwie so ein... Da kam ein Typ angefahren, der wollte nach dem Weg fragen. Da habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn sie einen Stein kaufen. Und dann meinte der so zu mir, ja, wenn ich das dann gefunden habe und das passt, also dann komme ich nochmal wieder. Und dann fuhr er fort. Und ja, kam nie wieder, ne? Sagt der Name schon. Ich weiß aber nicht, ob der Ford fuhr oder Volvo, keine Ahnung. Und ja, war ich dann doch etwas deprimiert. Ich fand das ein bisschen traurig. Wie kann man denn ein Kind anlügen, ne?
Habe ich gesagt, ich bin ja ein Kind. Ja, als Kind will man unbedingt als Kind gelten und nicht als Erwachsener. Das ist aber gemein, habe ich mir da gedacht. Naja. Ja. Döneken erzählt. Habe ich jetzt neulich auch nochmal sehr ausführlich im Bergbauprojekt. Wenn ihr gerne mehr Schwenke, Stories, gesellschaftskritisches oder sonstiges hören wollt, weil da sitzt ja auch wieder ein bisschen Schwurbelei in meinen Kommentaren unterwegs, dann lasst es mich doch sehr gerne wissen in einem Kommentar. Nur mit einem Daumen nach oben sagt ihr generell, dass das hier euch gefällt. So, ich trinke nochmal gerade einen Schluck. Ich habe ja jetzt den ganzen Tag gelabert. Ne? Doppelte sogar. Und das muss ich heute Nacht noch enkodieren, damit es morgen fertig ist und ich es hochladen kann. Sonst wird das alles zu eng. Und ja, in der Tat, wie konnte ich nur mir vornehmen, 2. Tage abzuschalten? Muss das ja jetzt da noch, ne, Thumbnails enkodieren, hochladen, fertig machen. Aber dann ist es auch soweit. So. Jetzt ist noch was anderes soweit, nämlich, da kommt jetzt der Muldenkipper-Dumpster-Gerät mit 100% ökologischem Antrieb. Der hat nämlich überhaupt keinen Verbrauch. Ne? Kein Tank, kein Verbrauch. Schauen wir mal. Kann ja nur schief gehen. Muss ich jetzt eigentlich vorgaukeln, dass ich überrascht bin über das Ergebnis gleich, oder? Also, wir erinnern uns, ne? Ich hatte ursprünglich gesagt, lass uns ganz außen rumfahren. Dann kann ja nichts schief gehen. Aber der schlaue, vermeintlich schlaue Vergangenheitsgarderobe meint, Andi, komm, wir machen so eine kleine Kurve hier rein und geht doch schon. Ja, da geht doch schon. Und die fährt er jetzt gerade. Zielstrebig. Ein Kurs von Gardehol angelegt. Direkt vor den Baum. Gerhard Baum? Ich hoffe doch nicht. Und Gott sei Dank nicht. Welch ein begnadeter Politiker. So. Da kommt der Bart, denkt schon hinten raus. Da speichern wir doch zur Sicherheit mal. Nicht, dass die irgendwas verschütt geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Scheint also geklappt zu haben. Oder auch nicht. Ihr habt es gerade gesehen. Er stand da noch. Hier könnten wir theoretisch mal dafür sorgen, dass er oben stehen bleibt. Dazu einfach nur den anderen raufstellen. Dann gehen wir mal in den Landschaftsbau. Und dann werden wir einfach mal den Baum fällen. Denn jetzt mal ganz im Ernst, ne? Motorsäge kaufen, Rückemaschine kaufen, Stubbenfräse kaufen. Wäre ja alles nötig, um diese Bäume zu entfernen. Machen wir es eben mit dem Tool und fertig. Dachte ich. Doch der du nun schon ansetzt, den Monitor anzuschreien oder einen Kommentar zu schreiben, wirst es bereits erahnt haben. Oh, kann man schön Luftaufnahmen machen hier. Denn, was hatte ich vergessen in meinem kindlichen Leichtsinn? Ist nicht mein Gelände, ne? Was willst du machen? Ja, dann haben wir jetzt die Wahl, ne, für 1,8 Millionen das Land zu kaufen, um die beiden Bäume zu entfernen. Oder wir lassen den doch lieber im Kreis fahren. Jetzt mal nur so als Idee von mir als Außenstehender, der das hier jetzt gerade nur kommentiert, was Vergangenheitsgarderobe sich hier zusammenspielt. Ja, auch immer sehr geil durch das Maschinen durchtappen. Das gibt also dem Let's Play auch immer so viel Mehrwert. Und das macht der Typ ja auch schon seit 10 Jahren, ne? Also das ist 8 oder so. 10. Keine Ahnung. So, was jetzt? Ach so, ja genau. Hier habe ich nämlich geglaubt, der Bunker sei voll. Feststellend, dass da auch 500.000 reinpassen oder was. Hat er einfach nicht leer gemacht. Das heißt, einfach mal so schräg ranzufahren hier ist einfach mal Kacke. Ist einfach so. Ja, es ist einfach so. Es ist, wenn man meint, man wäre schlau, Herr Gardehol. Dann kommt sowas bei rum. Mach einfach da diese Kurve wieder weg und dann fahren wir mal vernünftig. Hm? Ja, der brauchst jetzt nicht irgendwie... Genau. So, mach das wieder weg. Ja. Mach's weg und lass ihn hinten rumfahren. Komm. Mach's weg. Jetzt will er wieder versuchen, das nochmal hinzukriegen. Ich sehe das schon.
Ja, er ist schon wieder am Zielen. Ja, jetzt will er. Nee, er macht's weg. Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Das heißt also, jetzt wird der LKW mal hinten außen rumfahren. Und dann wird er das. Nein. Er macht einen größeren Bogen. Oh. Ja, oben noch verbinden. Sehr gut. Ach, das ist doch nicht sein Ernst. Der wird doch jetzt eh nur wieder vor dem Baum fahren, weil die Kurve... Ach. Als Zuschauer hat man es aber echt nicht leicht in diesem Kanal, oder? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er da jetzt beim Aufnehmen gesessen hat, der Garderol. Also, da machen wir jetzt mal hier. Machen wir hier so einen großen Bogen. Ah, dann geht das ganz bestimmt. Ich bin ja schlaue Garderol. Krieg das hin. Schrecklich, diese überhebliche Art. Abgehoben. Pff. Ja, siehste. Da steht der Baum wieder, ne? Kannst du fällen. Was hast du jetzt erreicht? Jetzt fährt er noch niemals mehr zurück. Toll. Super. Guck mal, jetzt lenkt er ein, ne? Merkst du selbst. Der muss jetzt auch erstmal überlegen, ne? Ja. Hm. Habe ich wohl Mist gebaut. Nein, jetzt wird er... Oh. Ah gut, die 15 Minuten sind ja rum, also du kannst ja jetzt eigentlich schon mal abschalten. Wenn dir das aber noch geben willst, dieses Rumgefummel, dann gibt es hier nochmal 5 extra Minuten für dich oder so. Uiuiuiuiuiui. Das wird doch eh nix. Geh direkt mal die spannende Musik dafür. Hat er denn jetzt den richtigen Speicherstand genommen? Bin mir immer nicht so sicher. Jetzt weiß ich auch, warum das in den Kommentaren immer so steht mit dem hat er. Das fange ich auch schon so an. Er. Andererseits, wenn ich die ganze Zeit sage, habe ich denn da, ist es auch komisch. Ich könnte es mal beim klassischen wir haben. Haben wir jetzt den richtigen Speicherstand? So dieses Pluralis Maiestatis. Oder wie das heißt. Alice möge mich da korrigieren. Als Germanistik-Psychologin. Alice ist bei mir auch immer was anderes. So, jedes Video hat sie irgendwie einen neuen Beruf. Und am Ende kommt da raus Alice, ich wollte gerade sagen 42, aber das wäre dann wahrscheinlich falsch. Das war nur wegen Antwort auf alles. Alice bestimmt 28. Nein, das würde heißen, ich würde es jung einschätzen und... ach, scheiße, du kannst auch nichts... Es ist genau wie, Schatz, bin ich zu dick... Du hast verloren. Ja, genau. Das wird jetzt ganz bestimmt helfen. Wenn er sowieso schon nicht rumkommt. Ah, okay. Er will den Winkelspitzer machen. Genau, das war das. Er will die Kurve abflachen. Flatten the curve. Ja, krass, ne? Heute, wo wir gerade von Spinnereien reden, heute war ja auch die Meldung, dass am Heiligen Abend, dass der bekloppte Trump, der Lügenbold, ja, diese einfach mal am Heiligen Abend diese Unterstützung für die ganzen amerikanischen Familien und so gestrichen hat. Einfach, weil er einfach was im Kopf hat oder was. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Und es gibt ja immer noch Leute, die ernsthaft an diese Lügen, die aus dem Umfeld von ihm kommen und so, da stecken ja auch, ne, so finanzkräftige Leute, die damit Geld verdienen, die das noch glauben und sich da beeinflussen lassen. Das ist schon voll krass. 57 Verfahren, 56 verloren wegen Mangel an Beweisen und Blödsinnsbehauptungen. Eins gewonnen, da wurde dann mehrfach nachgezählt und jedes Mal hat Biden noch mehr Stimmen bekommen. Und dann gibt es ja Leute, die ernsthaft mir erzählen wollen, dass ich dumm bin, wenn ich glaube, dass Trump demnächst nicht mehr Präsident ist. Ach, ist das schön. Holgi meinte ja mal, Konfetti drauf werfen. Aber ich glaube, ich würde solche Leute gerne mal zum Gespräch einladen. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Das war nach dem Livestream. Jetzt einmal die große Runde testen, ne?
Habe ich mich jetzt schon für die große Variante entschieden. Jedenfalls, das war auch jemand, der drohte abzurutschen an diese Finanzhaie, die damit Geld verdienen, Leuten komische Geschichten zu erzählen. Was ja auch gerade rausgekommen ist, ne? Hier dieser von diesen Nichtdenkern oder wie heißen die noch? Das ist ja ein Finanzkonstrukt, was dahinter steckt. Das ist ja eigentlich, wie ich ja immer schon sage, also hier habt ihr es zuerst gehört, wenn ihr so wollt, da geht es ums Geld machen. Ne? Das sind eingetragene Markenzeichen, das ist durchgeplant von A bis Z mit Marketing, mit Sales und allem. Und die Leute, die auf die Straße sind, sind die willfährigen Leute, die vielleicht noch ihr dünnes, keine Ahnung, Hartz IV bis Managergehalt für Unsinn ausgeben. Und andere Leute bereichern sich und freuen sich, lachen sich kaputt. Da möchte man die manchmal so ein bisschen rütteln und werd mal wieder wach, ne? Sei kein Schlafschaf, renn nicht Idioten hinterher. Nein. So, wir haben jetzt einmal den großen Bogen gefahren und da schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Er setzt zurück. Ich fahre nicht selbst, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich ja... Und ich lösche... Ja, endlich, ich lösche es. Oh, ist der Groschen gefallen. In Centstücken. Sehr gut. Ja, das heißt also, an diesem Schritt der Automatisierung sind wir fertig und können jetzt dann richtig schön schaufeln und hier unten in die Fabrik fahren. Der nächste Schritt wäre dann irgendwie, müssen wir jetzt noch, dann eigentlich müssen wir es noch hinkriegen, dass automatisch verladen wird. Da habe ich auch schon eine Idee, ich habe schon was getestet. Ich glaube, dazu komme ich auch noch innerhalb dieser Staffel. 20 Uhr und 18 Minuten Uhrenvergleich hier am Heiligen Abend für euch. Mit euch gemeinsam, der Community, wie kann man schöner Heiligabend verbringen. Jetzt bin ich aber an dieser Stelle erstmal raus. Und in der nächsten Folge können wir dann den Zement verkaufen. Ich fahre dann schon mal eine Strecke ein. Gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Daumen nach oben nicht vergessen. Und schauen wir mal bei Garo Plus vorbei.